Ja, jetzt kommen wir zu Menschen, die nutzen die Post eher nicht. Die nutzen das Internet und erreichen auf diese Weise Millionen, vor allem viele junge Leute, sogenannte Influencer, die können Dinge richtig groß rausbringen, wenn sie sich selbst damit filmen und fotografieren und das Ganze zum Beispiel auf Instagram posten. Da können sie Trends setzen, zum Beispiel über die neuesten Klamotten, die neuesten Kosmetika oder auch angesagte coole Autos. Alles gesteuert und kalkuliert. Allerdings in dem Fall über den Ramin Sina jetzt berichtet. Da wollte eine Influencerin eigentlich einen Bikini bewerben. Sie hat dann aber unfreiwilligerweise für etwas ganz anderes Werbung gemacht. Das fängt, so viel verrate ich schon mal, auch mit B an. Gestatten? Anastasia Karanikolaou. Influencerin auf Instagram. Hat 5 Millionen Fans. Macht Werbung für Klamotten. Und kriegt dafür ganz schön viel Geld. Neulich hat sie aber kostenlos Werbung gemacht. Aus Versehen. Für Baden-Württemberg. Ein Bepper der Landesregierung klebt zufällig im Hintergrund an der Bar. Nett hier. Aber waren Sie schon mal in Baden-Württemberg? Dieses Foto gefällt mehr als 500.000 Usern. Und das gefällt Winfried Kretschmann. Der hat zwar kein Instagram, aber kostenlose Werbung fürs Land, da lacht das Schwabenherz. Ich habe mich einfach riesig gefreut. Da strahlt er, der Landesvater. Auch Kretschmann hat so einen Bepper. Am Koffer. So, wie man es früher gemacht hat. Der Kleber ist ja schon sehr, sehr alt, an die 20 Jahre alt. Und wir kriegen den auch sonst kräftig los, aber das hat natürlich jetzt noch mal einen riesen Hype gegeben. Viel Aufmerksamkeit für alte Bepper, die Teil sind einer erfolgreichen Werbekampagne von 1999. Früher tourte der Spruch auf den Zügen der Deutschen Bahn durchs Land. Vom damaligen Ministerpräsidenten Erwin Teufel auf den Weg gebracht. Bis nach Berlin, vor den Amtssitz des Bundespräsidenten. Vom Schloss Bellevue hielten jeden Tag Busse. Und auf denen steht ganz groß, nett hier. Aber waren Sie schon mal in Baden-Württemberg? Die Botschaft kommt mit nur 10 Worten aus, verrät also Sparsamkeit. In Berlin konnten sie darüber lachen, in Stuttgart nicht alle. Meine Bilanz ist, es handelt sich um nutzlose Geldverschwendung. Geldverschwendung? Die Werbekampagne entpuppt sich als Erfolgsstory. Ausgedacht hat man sich den Spruch hier in Berlin, bei der Werbeagentur Scholz & Friends. Kreativkopf Klaus Dittko freut sich, dass der analoge Aufkleber auch in der digitalen Welt funktioniert. Er wirkt auch im Internet sehr gut, weil er kurz, prägnant ist und eben auch an unterschiedlichen Stellen die Auffälligkeit und Bildstärke besitzt, die man für digitale Kampagnen braucht. Inzwischen ist ja geradezu ein Wettbewerb entstanden, wo die Landeskinder sich alle so damit identifizieren, dass sie die Aufkleber mit auf ihre Reise nehmen. Der Bepper klebt auf der ganzen Welt, in Malaysia, New York, Österreich oder Hongkong. Seit dem Hype um dieses Foto arbeiten sie in Filderstadt jetzt am Limit. Hier gehen die Bestellungen für die kostenlosen Bepper ein. Statt 30.000 im Jahr sind es momentan 5.000 am Tag. Damit haben wir auch noch nicht gerechnet. Wir machen das ja schon seit ein paar Jahren, aber das hatten wir wirklich jetzt auch noch nie. Kretschmann sucht übrigens einen englischen Werbespruch fürs Land. Unser Vorschlag? Nice here, nett hier. Aber waren Sie schon mal in Baden-Württemberg? Zugegeben, ganz neu ist der nicht.